Ist das geil. Wir sind in der Gruppe. Guckt euch das mal an. WTF? Oh Mann, ich liebe es so, ne? Ich liebe es, ey. Ey, ich glaube, ich bin selber nicht besser manchmal, ne? Ich mache nur Spaß. Ich feier Carsten übelst. Wir gehen jetzt mal hier in ein Video, in das neue Video vom Carsten rein. Wie heißt der Gerät? Verlassene Weltraumstation. Das habe ich schon bei ihm auf Instagram gesehen. Wir gehen rein. Die verlassene Weltraumschule. Ja, ihr habt richtig gehört. So einen Lost Place gab es auf YouTube noch nie. Wir fanden in dieser Location zwei uralte Teleskope. Versteckt in den Kuppeln dieses architekturmäßigen Meisterwerkes. Versteckt in den Kuppeln. Das Observatorium wurde 1882 errichtet und die Arbeits- und Forschungsschwerpunkte waren die Positionsbestimmung von Sternen, Messung des irdischen Magnetfeldes und die Spektroskopie. Während unserer Erkundung waren wir einfach nur beeindruckt von dem natürlichen Verfall und den hinterlassenen Teleskopen. Nachher stellte sich heraus, dass es sich um eine Schule handeln muss. Wieso wurde diese Schule aufgegeben? Wieso ist sie mittlerweile dem Verfall ausgesetzt worden? Doch ganz unbewacht ist diese Location nicht und wir mussten bei unserer Erkundung extrem vorsichtig sein. Hier steht ein Auto auf dem Gelände und so wie wir erfahren haben, wohnt wohl der Hausmeister oder der Mann, der sich hier drum kümmert, der wohnt tatsächlich hier auf dem Gelände. Und hier sehen wir nochmal ein Security-Schild am Fenster. LOL! WTF? Okay, ich hoffe jetzt. Ich dachte, jetzt kommt's wieder. OMG. Nee, aber es kommt LOL, WTF. Mal was Neues. Nicht, dass das irgendein Bewegungsmelder war. Scheiße. Okay, wir nehmen den Weg. Okay. Doch, Schatz, du schaffst das. Also, es ist schon scheiße. Ja, ja. Aber ja. Okay. Ich will jetzt auch keine Gerüchte in die Welt setzen, ne? Also, ich bin ja auch nicht derjenige, der es in die Welt gesetzt hat. Aber mir hat letztens jemand erzählt, ja, der Carsten, der ist nicht ganz ohne. Bei dem sind irgendwie alle Locations offen. So, der hat die krassesten Sachen am Start. Und mir wurde gesagt, dass, sobald der Carsten von Lost History da war, die Locations, die besten Locations plötzlich offen sind. Ich weiß nicht, was da dran ist. Ich will auch keinem hier einen Vorwurf machen. Ich würde sagen, er hat einfach nur Glück und weiß ganz genau, was er tut. Lol. OMG. WTF. Ja, zum Beispiel bei It's Marvin, da weiß ich, der ist auch gerne mal wohl mit dem Bolzenschneider unterwegs, ne? Habe ich mal so gehört. Habe ich nur gehört. Oh, mein Glück war unschuldig. Wer ist das denn? Carsten, wen hast du denn dann noch dabei? Sage mal. Okay. Ja, man kann hier komplett zumachen. Wir sind drin. LOL. LOL? WTF? OMG? Geil, guck mal, das ist das Gebäude von außen, oder? Oder nochmal eine Ausstellung oder so. WTF. Außerdem, wenn die uns hier sehen, ja, und die wissen noch nicht, dass wir illegal hier sind. Ist so. Wie illegal. Wie illegal. Wie kommt dann da drauf? Wir sind doch nicht illegal hier. Ne? Also Carsten hat immer eine Drehgenehmigung. Oh, was ist? Umgekippt oder war da einer? Hast du was gefangen? Ich glaube, die Kamera hat sich so verhalten, ja. Ey, da muss ich gleich mal sagen, ne? WTF, also das finde ich schon mal richtig cool. Das vermisse ich nämlich bei vielen anderen Lost Place YouTubern,
dass dieses ganze Drumherum, was dazwischen noch mal so passiert, weißt du, sie macht sich ihr Knie kaputt, alle lachen sich tot, das würdest du bei PJ wahrscheinlich niemals sehen irgendwie, ne? Bei PJ ist immer alles, wow, oh, hier ist ganz schlimm und oh, Dramatikus, der Kühlschrank, der stinkt so. Wisst ihr, was ich meine? Also das ist sympathisch, wirklich sympathisch. Die Kniescheibe raus. Hat der geguckt? Ja, der OMG, hat er geguckt? Hat der dich gesehen? Weiß ich nicht. Ey, das wäre jetzt richtig übel, ne? Enddorf geguckt. Genau. Oh. Krabbel, krabbel, krabbel. Genau, da stehen nicht zwei. Ja, die sind nicht, die sind nicht. Okay. Okay, jetzt haben wir den Übergang ins andere Gebäude, glaube ich. So, dann ist das bestimmt mal der Haupteingang gewesen. Hier war so eine Pforte oder so. Oder eine Anmeldung oder einfach nur ein Schaufenster, ich weiß nicht. Okay, ich hätte aber auf jeden Fall nicht gedacht, dass hier so viel Graffiti drin ist. Oder ich habe hier noch nie so richtig Bilder von gesehen. Ich habe sogar noch so viele. Lol. Lol. Das sieht voll nach Kunstausstellung aus. Kunstausstellung, OMG. Ja. Ey, ich glaube, ich bin selber nicht besser manchmal, ne? Wirklich. Also, ich mache nur Spaß. Feier Carsten übelst. Wir haben uns nicht gesehen, wir können ja nicht in die anderen Fenster gucken, das spiegelt ja. Aber war lustig. Ja, und das Highlight hier in der Location ist definitiv das Teleskop, ne? Beziehungsweise, so wie es von außen aussieht, muss es hier auf jeden Fall zwei Teleskope geben. Hier sind halt so zwei Kuppeln. Und ja, mit diesem Teleskop hat man damals wirklich, ja, konnte man ins Weltraum schauen und die ganzen Planeten, Sterne etc. beobachten. Das ist definitiv das Highlight hier. Hoch oder was? Ja. Carsten, warum schneidest du den Ton immer so komisch raus? So, da läuft Musik und man hört so den Ton so von den Leuten und auf einmal ist da so ein Toncut. Also das stört mich irgendwie. Oh. Oh. Mega geil. Hey. Der Raum wirft ja komplett anderes Licht in diese Location. Dann war das ja irgendwie so eine Universität für Weltraumforschung oder so. Also dass die quasi hier dann mit den Schülern, keine Ahnung, irgendwas durchgeführt haben und dann die Sterne beobachtet haben und alles, ne? Krass. Aber wie alt das sein muss, ne? Mega krass. Da war schon wieder so ein Toncut. So, warum? Ich verstehe es nicht. Wirklich traurig um das ganze Graffiti, aber der Saal, der wirkt doch mega. Ja, schon ein krasses Gebäude, ey. Ist schon geil. Dann ist das hier der Übergang, glaube ich, jetzt. Von dem einen ins andere Gebäude. Wir waren gerade in dem Gebäude und jetzt geht's in das Gebäude. Von dem das? Mit den roten Backsteinen. Hier sehen wir es. Observatorium. Was direkt auffällt hier, man sieht den Decay in dem Gebäude. Das heißt, das Gebäude wird mit Sicherheit definitiv älter sein. Und das andere Gebäude wurde dann irgendwann mal angebaut. So, hier sehen wir jetzt, hier wird wohl renoviert oder so. Und das ist das Problem, Leute. Hier steht ein Auto auf dem Gelände. Und so wie wir erfahren haben, wohnt wohl der Hausmeister oder der Mann, der sich hier drum kümmert, der wohnt tatsächlich hier auf dem Gelände. Ja, das sieht schon mega geil aus mit dem Decay hier. Der schöne, natürliche Verfall. Das Graffiti wird auch definitiv weniger hier. Und das wird ein Turm sein, Leute. Ne, der Soundtrack, der jetzt anfängt, den habe ich früher auch so oft benutzt in meinen ersten YouTube-Videos. Geil. So, Leute. Bum, bum, bum. Ist das geil. Wir sind in der Kuppel. Guckt euch das mal an. Alter Schwede. Hier haben wir das Teleskop. Die Kuppel war da vorne auffahrbar. Und dann konnte man mit dieser Kuppel ins Weltall schauen, Leute. Mega geil. Guckt euch das an. Ey, das ist so geil. Da ist das Ding. Pass auf. Oh, okay.
konnte man dann von hier steuern und von da oben die Leiter. Und dann konnte man hier wirklich ins Weltall schauen. Das hier scheinen dann irgendwelche Ersatzteile gewesen zu sein wahrscheinlich, so ein kleines Ersatzteillager. Ja, hier konnte man dann hoch. Und ich weiß nicht, ob man hier dann durchgucken konnte durch das Rohr. Ob hier der Punkt war, von wo man geguckt hat, das kann ich mir jetzt vorstellen. Aber es ist schon mega spektakulär. Ja, das ist halt geil, ne, mit dieser Insta360-Kamera. Das fetzt. Es geht wieder runter auf der Suche nach der nächsten Kuppel, Leute. Das war auf jeden Fall gerade mega geil und habe ich in 8. Ich muss mir mal kurz was zu trinken holen. Und Mr. Tobran erklärt in der Zeit mal, was eine Kuckucksnuss ist. Ich habe jetzt mit einer etwas kreativeren Erklärung gerechnet. Ach, lol. Ach lol, das kam ja jetzt wieder voll random. Geil, Alter. Mehr davon bitte. OMG. Hier steht doch irgendwas. Irgendwas ist hier an. Oh, jetzt geht's ab. Ja, Mann. So wird's gemacht. Und da wieder. Also das triggert mich so hart. Dieser Toncut immer. Warum lässt er den Ton nicht einfach drinne? Oder schneidet an der Stelle das Video und den Ton? Wisst ihr, was ich meine? Hier ist irgendwas an. Ach, lol. Lol. Was ist das? Da läuft noch Strom, oder? Es hat gerade gerauscht, so. Kein Bock hier, ja, Mann. Einen Schock zu kriegen. Ein Schock. Einen Stromschlag zu kriegen. Ein Stromschock. Lol. Lol. Okay, ich glaube, dass hier das andere Teleskop drin stand und dass es das nicht mehr gibt. Und da geht es, glaube ich, schon nach draußen, oder? Ah, das ist der Turm in der Mitte. Okay, nice. Lol. WTF? Oh Mann, ich liebe es so, ne? Ich liebe es, ey. Ah, geil, ey. Okay. Oh, da ist meine Musik, meine Intro-Musik wieder. Hat er mir geklaut. Ich weiß noch, irgendwann hat er mir mal geschrieben, der Carsten. Oh, deine Intro-Mucke, die ist richtig geil. Ich glaube, die klaue ich dir. Da ist sie. Was war ich denn? Okay, ich hoffe jetzt nicht, dass das irgendein Bewegungsmelder war. Scheiße. Ich glaube, Carsten benutzt immer noch die Musik von der YouTube-Audio-Mediathek. Weil das sind nämlich diese ganzen Soundtracks, die da drin sind, die ich am Anfang auch immer benutzt habe. Carsten, wenn du das hier siehst, ich kann dir nur empfehlen, hol dir mal ein Epidemic Sound Abo und bitte, bitte hol dir das Abo über meinen Link. Ich packe den Link mal hier unten in die Videobeschreibung, wenn du das auf YouTube siehst, weil dann kriege ich einen Monat kostenlos und wenn sich, glaube ich, 12 Leute über meinen Link das bestellen, dann werde ich Premium-Mitglied bei Epidemic Sound und bezahle irgendwie anstatt 12 Euro im Monat nur noch 8 Euro, glaube ich. Das wäre ziemlich ehrenhaft. Ja, man merkt voll, wie die schief ist, ne? Ja, das ist Endtuch. Lol, was ist das denn? Ja, wir sind jetzt am Ziel. Hey, war nicht hier. Nein. Sicher? Willst du mich verarschen? Nee, da geht's aufs Dach. Scheiße, die Omis. Okay, Leute, es geht noch weiter hoch. Die Tauben brummen. Leute, wir haben noch eins gefunden. Aber wir haben Struggle mit Tauben. Guckt euch das mal an, Leute. Alter Schwede. Wo sind die Tauben? Wir haben sie doch gehört. Nicht, dass die jetzt hier rumfliegt. Alter, wie geil. Eine Leiter aus Stahl. Guckt euch das mal an, Leute. Hier ist das zweite Teleskop. Es
So, und das ist definitiv nicht so modern wie das andere. Also kann ich mir vorstellen, dass sie damals mit dem hier angefangen haben und eventuell das andere erst danach gebaut worden ist. Mega. Sieht aber geil aus. Ja, voll decay, ne? Und old. So, ich denke, wir haben jetzt hier alles gesehen. Damit würde ich dieses Lost Place Abenteuer an der Stelle auch gerne beenden. Ich bedanke mich riesig fürs Zusehen. So eine Location hatten wir auf jeden Fall noch nie. Sowas haben wir noch nie gesehen. Würde mich mega freuen, wenn ihr beim nächsten Lost Place Abenteuer wieder mit am Start seid. Und in dem Sinne, haut rein, bleibt gesund und ciao. Ja, Leute. Carsten Lost History. Unbedingt abonnieren. Den seinen Kanal. Mal ein Like da lassen, natürlich, das mache ich nämlich jetzt auch mal. So, Like ist reingeschallert und Kommentar, dickes Ding, wieder im Stream geschaut, Bre. Für die, die das hier auf YouTube sehen, haut mir auch gerne hier drunter was in die Kommentare. Einfach mal vielleicht ein OMG oder ein LOL. Und wir sehen uns im nächsten Video, im nächsten Reaction-Video, im nächsten Lost Place-Video. Leute, reingehauen.